Eine ganz häufige Frage, die ich von Gründern höre, ist die Frage, ob man Kosten als Betriebsausgabe absetzen kann, die vor der eigentlichen Gründung angefallen sind. Vielleicht hast du ein Seminar besucht, vielleicht hast du mit einem Anwalt oder einem Steuerberater gesprochen und da sind natürlich Kosten entstanden. Und jetzt hast du dich selbstständig gemacht, aber die Kosten lagen ja vor der Gründung. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann ich diese Kosten eigentlich absetzen? Und diese Frage lässt sich leider nicht mit einem ganz einfachen Ja oder Nein beantworten. Und deswegen schauen wir uns das ganze Thema in diesem Video mal etwas genauer an. Diese Ausgaben heißen vorweggenommene Betriebsausgaben und du kannst sie tatsächlich bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer absetzen. Das heißt, grundsätzlich kann man sagen, ja, du kannst tatsächlich Kosten auch als Betriebsausgabe buchen, die vor der eigentlichen Gründung entstanden sind. Schwieriger ist das Ganze bei der Gewerbesteuer. Es gibt aber auch ein paar Voraussetzungen, dass du es überhaupt ansetzen kannst. Und zwar brauchst du erstens einen wirtschaftlichen Zusammenhang. So ein ganz grobes Brainstormen mit der Absicht, sich irgendwie mit irgendwas später mal selbstständig zu machen, das reicht also nicht. Aber wenn du schon eine grobe Idee hast und jetzt aber noch mit Gründungsberatern, Rechtsanwälten sprichst oder aber tatsächlich auch, wenn du schon Geschäftsräume anmietest, weil du weißt, du willst tätig werden und jetzt hast du die Möglichkeit, die perfekten Geschäftsräume zu mieten, dann kannst du tatsächlich diese Kosten, die vor der eigentlichen Gründung angefallen sind, tatsächlich auch absetzen. Zumindest in der Einnahmenüberschussrechnung. Und damit ist auch die Frage beantwortet, wie du das Ganze angibst und wo du es einträgst. Ganz normal in die Buchhaltung. Das bedeutet, dass deine Buchhaltung nicht zwingend mit dem Datum der steuerlichen Registrierung beginnen muss, sondern darf tatsächlich auch vorher beginnen. Und diese Kosten kannst du dann absetzen. Voraussetzung dafür sind zwei Dinge. Erstens musst du nachweisen, dass du diese Kosten tatsächlich hattest. Ja, dieser Nachweis, den brauchst du bei allen Betriebsausgaben. Und zweitens den Nachweis der wirtschaftlichen Zusammengehörigkeit. Das ist ehrlicherweise in den meisten Fällen relativ einfach, weil gewisse Vorgespräche, die dann später zu Projekten oder Kunden- oder Lieferantenbeziehungen führen, ja, die haben ganz offensichtlich einen wirtschaftlichen Zusammenhang. Wenn das nicht ganz so offensichtlich ist, dann solltest du das Ganze aber erklären können, falls das Finanzamt nachfragt. Und wie es bei Selbstständigen häufig der Fall ist, im Detail wird das Ganze ein bisschen komplizierter. Wir schauen uns einfach mal die steuerliche Behandlung bei den einzelnen Steuerarten an. Selbstständige zahlen ja Einkommensteuer, die meisten auch Umsatzsteuer und viele auch Gewerbesteuer. Das heißt, bis zu drei Steuerarten zahlst du als Selbstständiger. Und bei der Einkommensteuer kannst du vorweggenommene Betriebsausgaben ansetzen. Ganz normal in der Buchhaltung, in der Anlage EÜR kannst du das Ganze in deine Buchhaltung einfließen lassen. Und das Ganze geht sogar auch fürs Vorjahr. Das heißt, wenn du beispielsweise im März 2023 gründest, aber im November 2022, also im Vorjahr, schon Kosten hattest, kannst du tatsächlich für das Vorjahr, also 2022, eine Anlage EÜR abgeben und so diese Kosten in deiner Steuererklärung berücksichtigen. Du kannst tatsächlich Kosten bis zu drei Jahre vor der eigentlichen Gründung ansetzen. Allerdings kannst du dich bei solchen langen Zeitraum wirklich auf Fragen vom Finanzamt einstellen, warum du nicht angefangen hast. Also warum deine Selbstständigkeit noch nicht angemeldet ist, wenn du schon so einen konkreten Plan hattest. Und diese vorweggenommenen Ausgaben kannst du tatsächlich auch bei der Umsatzsteuer geltend machen. Das heißt, du kannst auch die dir in Rechnung gestellte Umsatzsteuer vom Finanzamt wiederholen, auch für vorweggenommene Betriebsausgaben. Wichtig ist, eine Umsatzsteuervoranmeldung kannst du ja erst machen, wenn du eine Steuernummer hast. Das heißt, diese Umsatzsteuer kannst du dir erst wiederholen, sobald du dich steuerlich registriert hast. Weil der Ablauf ist ja folgendermaßen, du füllst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, dann bekommst du eine Steuernummer und mit dieser Steuernummer kannst du ja erst Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Und das ist halt notwendig, dass du diese Steuernummer hast, damit du diese Kosten verrechnen kannst. Aber du kannst tatsächlich Kosten, die vor der steuerlichen Registrierung entstanden sind, bei der Umsatzsteuer tatsächlich geltend machen. Bei der Gewerbesteuer ist das Ganze leider nicht möglich. Und da wird das Ganze leider auch ein bisschen kompliziert, weil du ja in der Regel nur eine Buchhaltung hast und diese Buchhaltung die Grundlage ist für deine Kalkulation für die Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Die Kosten, die aber vor der Gründung anfallen, kannst du nur bei der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer geltend machen und nicht bei der Gewerbesteuer. Das bedeutet, dass du diese vorweggenommenen Betriebsausgaben auch irgendwo separat noch einmal dokumentieren musst, weil beim Erstellen der Gewerbesteuererklärung musst du diese Kosten wieder aus der Buchhaltung rausnehmen. Dadurch erhöht sich ja dein Gewinn und dadurch steigt halt auch ein bisschen deine Gewerbesteuerbelastung. Doch warum ist das so? Das liegt so ein bisschen an dem Charakter der Steuer. Bei der Einkommensteuer wird dein gesamtes Einkommen besteuert und da gelten natürlich auch Kosten, die davor angefallen sind, weil du ja in jedem Jahr Einkommen hast. Mal mehr, mal weniger und so weiter. Aber da ist der Fokus auf deine individuelle, persönliche Lebenssituation, das heißt auf dein Einkommen. Bei der Gewerbesteuer geht es um das Objekt,
des Gewerbebetriebs. Das heißt, da zahlt der Gewerbebetrieb die Steuern. Ja, du bist nur ein Mensch, aber für die Steuer bist du tatsächlich mehrere Personen. Du hast einen Gewerbebetrieb. Und dieser Gewerbebetrieb kann keine Kosten absetzen für einen Zeitraum, in dem er nicht existiert hat, weil er da halt nicht existiert hat. Das ist ein bisschen theoretisch, aber das ist der Grund, warum du in der Gewerbesteuer tatsächlich keine Betriebsausgaben absetzen kannst, die entstanden sind, bevor dieses Konstrukt Gewerbe überhaupt bestand. Das ist kompliziert, macht es in der Praxis auch nicht unbedingt einfach. Du musst dir nur merken, bei der Einkommensteuer kannst du es absetzen, bei der Umsatzsteuer kannst du es absetzen, bei der Gewerbesteuer leider nicht. Und wie geht man denn da am besten um? Das ist eigentlich relativ einfach. Du solltest frühzeitig deine Selbstständigkeit planen und einfach dein Gewerbe so früh wie möglich anmelden. Weil sobald du dein Gewerbe angemeldet hast, kannst du halt auch Betriebsausgaben absetzen. Und es spricht dir auch nichts dagegen, dass du deine Selbstständigkeit anmeldest, also ein Gewerbe anmeldest und erst das erste halbe Jahr oder vielleicht das erste ganze Jahr noch keine Umsätze machst. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, langsam mit seiner Selbstständigkeit zu starten. Für die Steuerbelastung ist es auf jeden Fall empfehlenswert, so früh wie möglich die Gewerbeanmeldung vorzunehmen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine Frage beantworten. Wenn du jetzt noch Fragen hast, entweder zu vorweggenommenen Betriebsausgaben, zu Betriebsausgaben oder zu Gründen generell, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich helfe dir gerne weiter. Und wenn du keine Lust hast, Betriebsausgaben in deiner Buchhaltung irgendwie zu verrechnen, Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, mit der Gewerbesteuer irgendwas hin und her zu rechnen und so weiter, dann mach's halt nicht und gib diese ganze Arbeit einfach einem Steuerberater. Oder such dir irgendeine Softwarelösung, mit der das Ganze einfacher geht als mit Elster Online beispielsweise. Auch da habe ich einige Empfehlungen. Die findest du alle unten in der Videobeschreibung und ich verlinke sie dir natürlich auch noch einmal hier. Ansonsten kann ich dir als Selbstständiger natürlich auch unsere anderen Videos ans Herz legen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.